Wie lautet die erste Zeile von Jungle Boogie? Get down, get down. Und das machen wir seit 7 Folgen. Jetzt in Folge 8 wird es hoffentlich besser. Denn Martin und ich sind immer noch am Leben mit unserem Pechvogel-Unglücksraben. Aber Glück im Unglück. Schlaue Menschen haben in die Kommentare geschrieben, wir scheinen in dem Ort Elektro zu sein. Das sagen die uns zumindest. Und hier soll es ein Krankenhaus geben und im Krankenhaus gibt es Morphium und mit Morphium geht's uns besser. Zumindest die Hoffnung, weil wenn wir jetzt drauf gehen, wäre das echt alles höchst schade. Ich will jetzt einmal Schmerzmittel nehmen, mit der nicht mehr so rum hampelt. So. Open Bag. Unten auf. So, jetzt sehe ich da, was er so in der Bag hat. Bengalfeuer, Heatpack, bla bla bla. Schmerzmittel. Ach, haben wir auch hier. Was sind die Schmerzmittel? Sind das die Schmerzmittel? Ach so, ich dachte, das sieht aus wie so eine Pappschachtel. Oder ist das ja, so? Und schon hört es auf mit. Nee, doch nicht. Vielleicht nicht? War die Diagnose falsch, Dr. Martin. Man weiß es nicht. Lass mal zum Krankenhaus. Das müsste, wenn wir einigermaßen richtig liegen, er kann natürlich nur kriechen, er hat immer noch gebrochene Beine. Vielleicht hier rechts liegen. Mal kurz, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, wie wir gerade orientiert sind. Also die sagten, das wäre irgendwo an der, da ist ein Hoppler. Ist ganz schön was los. An der Hauptstraße. An der Kreuzung, sein. Bei der Kirche in der Nähe ist das. Wir haben die auch schon mal gesehen. Ist das denn nicht das Krankenhaus, was wir da gerade vorne schon, das hier, ist das nicht das Krankenhaus? Oder da weiter in dem Ort. Ich glaube, es ist schräg gegenüber von der Kirche. Guck mal, da ist eine Menge los. Alter. Oh, oh. Siehst? Wir haben jetzt eine Pause gemacht, wieder zwischen dieser und der letzten Folge. Die, Krieg doch mal da gerade, also jetzt weiter nach, dahin. Da so vor. So parallel zur Straße. Ah, da ist eine Kirche. Genau. Dann könnte das schon richtig sein hier irgendwie. Ja. Wir müssen uns gleich mal an der Kreuzung bei der Kirche orientieren. Ich habe halt noch nie, hast du in Amar schon mal ein Krankenhaus gesehen? Also ist das klar ausgeschildert, dass das ein Krankenhaus ist? Oder muss man das auch irgendwie, diesen Gebäudetyp erkennen? Also ich habe noch nie Amar gespielt vorher. Außer mit dem Fritz mache ich halt zusammen für irgendwelche Mords oder so. Mal kurz, aber ganz wenig halt nur. Und in DayZ oder DayZ? Ach so, da, das hatte ich ganz vergessen. Wir haben ja auch kein Blut. Das ist ja der nächste Spaß. Wir müssen uns ja eigentlich theoretisch auch noch da eine Blutkonserve besorgen. Ach, die können wir uns nicht mal selber anlegen, ne? Nee, dann müssen wir jemanden finden, der sie anlegt. Oh, ob ich das wirklich in Kauf nehme oder ob ich nicht versuche, mir was zu essen zu finden? Wir können natürlich auch einen zweiten Charakter starten, uns dann da treffen und weil das klappt bestimmt. Wenn wir einen schon nicht fehlerfrei da irgendwo hinkriegen, dann. Aber das ist ja prinzipiell schon noch ein Plan. Spitz, pass auf, jetzt, wenn du um die Ecke kriegst, ganz vorsichtig. Weil die könnten links alle sein. Oh, geht hier zum Glück. Soll ich versuchen, da durchzugehen? Hier ist gerade zum Glück wenig los. Ich will immer noch, dass wir dann irgendwie mal zu zweit oder zu dritt oder so spielen. Ja. Und dann halt mal ein größeres Projekt in Angriff nehmen. Also ich zum Beispiel irgendwie ein Auto flott machen. Was ist denn das Haus hinter dir, an dem du gerade vorbeigekrochen bist? Das näher, an dem du gerade das... Das ist kein Krankenhaus. Nee, ist irgend so ein Wohnhaus. Die haben auch ihre Waschmaschine aus dem Fenster geschmissen. Nase hat wohl nicht keinen gut. Bock mehr. Ja. Ich will jetzt wirklich schnell zu diesem Krankenhaus. Das muss an der Kreuzung mit der Kirche sein. Das haben sie in die Kommentare geschrieben. Das könnte auch der totale Trick sein, um sie in die Irre zu führen. Hoffentlich nicht. Ist auch alles grau. Es ist alles so schlimm mit dem Typen. Aber das kennst du doch, oder? Aus dem Osten. Ja, sah auch ähnlich aus. Also alles im Verfall begriffen. Kurz. Ups. Kann sich richtig umdrehen. Kann man auch rein irgendwie, ne? Sieht aus. Das würde ich jetzt nicht beschwören. Naja. Wir haben andere Sorgen erstmal. Sicher, dass das da auf der anderen Straßenseite kein Krankenhaus ist? Nee, überhaupt nicht sicher. Es wäre auch. Mal kurz gucken, dass ich hier nicht direkt einen Zombie. Ah! Wackelt. Ich habe auch so wenig Blut, dass ich eigentlich mich ungern auf irgendwelche Kämpfe einlasse. Hat er mich gesehen? Nee, ich glaube, der hoppelt dann so. Alter. Boah. Ich gucke jetzt mal. Es ist ganz leise, wenn man kriecht, zum Glück. Ah! Nein. Ich muss mich hin. Wie steht mir nochmal hin? Scheiße. Nicht schießen. Ich hätte die Pistole in der Hand. Oh Mann, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommen sie alle.
Ich weiß auch nicht, ich kriege um die Ecke, vielleicht sehen sie mich da nicht. Und ich verliere gerade ganz viel Blut, aber ich muss um die Ecke, damit ich nicht Zombies sofort am Sack habe. Schnell, ich verliere ganz viel Blut. Nicht, dass er jetzt ohnmächtig wird. Alter Scheiße. Warum hatte ich denn die Pistole in der Hand? Ich wusste es nicht mehr. 700 Einheiten Blut. Aber es hat anscheinend keiner gehört. Alter, was für ein Glück. Ist dieser Ausgang... Vielleicht nehmen die sich aber auch nur gerade Zeit, unser Ableben möglichst spektakulär in Szene zu setzen und gehen gerade nochmal die Choreografie durch. So, habe ich es jetzt in der Hand? Nee. Nee, musst du mit dem Mausrad wechseln. Waffe, Hatchet. Genau. So, jetzt können auch mal die Leute sehen, wie ich die Axt nachlade. Sehr gut. 10.000 Hackschüsse, nee, 100.000. Wo ist unser Blut? 700, Mann! Blinkt auch blutrot vor sich hin. Alter. Scheiße, dass der uns bemerkt hat. Das war ich doch nicht so lautlos, wie ich dachte. Nichts dabei. Nö. Okay, jetzt mal richtig vorsichtig sein. Das ist eine Bushaltestelle. Vielleicht nimmt da jemand mit. Lass mal da reinkriechen. Das sieht irgendwie speziell aus. Das könnte ein Krankenhaus sein. Ah. Wir dürfen uns eigentlich echt keine Fehler mehr erlauben, ne? Ja, das schaffen wir ja. Gucken, wo man hier reinkommt überhaupt. Wahrscheinlich nur zur Vordertür, oder? Da sind überall Zombies drinnen. Ach, ich kenne mich auch mit der Steuerung von Arma immer noch so schlecht. Ah! Das ist ein Soldat. Ich glaube, das ist hier eine Militärbasis. Soldatenzombie. Schneller, schneller, schneller. Der guckt immer so schräg nach rechts. Schneller. Alter. Ich glaube, das ist nicht das Krankenhaus. Ich glaube, das ist eine Militärbasis. Deswegen ist die auch so umzäunt. Das wäre auch für ein Krankenhaus recht ungewöhnlich, oder? Ja. Okay. Ich gehe dann doch mal zur Kirche und versuche mal von da aus weiterzukommen. Mhm. Da muss das irgendwo, das muss an der Kreuzung liegen und da direkt dran, schräg gegenüber irgendwie so, muss das Krankenhaus sein. Da ist die Bushaltestelle. Puh, Alter, ist das spannend. Der Typ uns fast weggemacht. Es haben eine Menge Leute in die Kommentare geschrieben, aus der Situation, in der wir uns gerade befinden, gibt es eigentlich kein Entrinnen. Wir sollen uns sofort umbringen und von vorne anfangen. Erkennt er uns aber schlecht, wenn wir unsere Fehler erkennen würden. Die haben auch gemeint, sie hätten sich gleich, als sie das Bein gebrochen, mit gebrochenem Bein waren und kein Morphium dabei hätten, hätten sie sich gleich umgebracht. Aber ich finde, das ist ja gerade der Reiz des Spiels, dass du mit diesen ganzen Unwägbarkeiten und diesem ganzen, was halt passieren kann, dann damit umgehen musst. Und das ist halt gerade so spannend. Dass ich bin mir ziemlich sicher, dass ich denen in einem Survival-Szenario überlegen wäre. Warum ist es so hell geworden? Achso. Weil es bei uns die Lichter ausgehen. Denen geht's auch gar nicht gut, dem Jungen. Oh, oh, oh. Wenn wir da drin jetzt, wie viel kriegt man? 200? Durch ein Dosenbrot oder was? Ja. Und sowas, ja, da kriegt man nicht viel. Da müssen wir eigentlich ein ganzes Lager finden. Ja, jetzt greift hier halt die Axt. Okay. Wir haben so ein Glück gehabt, dass das keiner anscheinend gehört hat, eben, wie wir da rumgefallen sind. Da ist die Tür auf. Das ist die Kirche. Das ist die Kirche, ja. Meinst du, das was drin? Wahrscheinlich Zombies von unserem. Ja, oh, das hat jemand verbarrikadiert. Dann lassen wir das erstmal. So. Die Kirche, irgendwo muss es. Es könnte aber auch das sein, weil wo ist denn die nächste Querstraße? War da eine? Nee, ne? Da war gar keine. Vielleicht müssen wir doch mal auf diese. Oh. Was ist jetzt los? Server. Spinnt der Server auch noch? Ach nö. Gar nicht mal gut. Gar kein guter Platz jetzt zum Disconnecten. Ja, wir sagen an dieser Stelle mal kurz auf Wiedersehen. Prophylaktisch. Für den Fall, dass wir uns nicht mehr sehen in dieser Episode. Falls nicht, geht's gleich weiter. Mal sehen, ob die Verbindung hält oder nicht hält. Sieht nicht gut aus. Kann mich auch nicht umgucken. Nicht bewegen. Ja. Nachdem wir gleich weg sind, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Während wir immer noch auf der Suche nach dem Krankenhaus sind.
Also bis dann. Tschüss.